passend zu diesem Song noch eine kurze Lebensweisheit und Hinweis von mir. Ein Mann sollte immer laufen, als sei ihm gerade das Pferd zwischen den Beinen weggeschossen worden. So, 10 nach 8. Schöne ja, natürlich. Die 105.5 Spreeradio Trikot-Offensive. Neue Outfits für die Champions von morgen. Ich bin Jochen Thuser, morgen bringe ich es mit meinem Team gut gelaunt und besser informiert in den Tag. Und immer um diese Uhrzeit bis zur Europameisterschaft verschenken wir hier komplette niegelnagelneue Trikotsätze an Berliner Amateurvereine. Da ist viel Herz, da ist viel Begeisterung und Leidenschaft für Fußball und meistens wenig Geld. Und das unterstützen wir so tatkräftig, ja nicht zum ersten Mal mit der Spreeradio-Trikot-Offensive. Ich glaube, das war der neue Rekord. Innerhalb von 3 Sekunden, wenn mich nicht alles täuscht, hatte Frank Olbrich aus Köpenick zurückgerufen, als er seinen Namen hörte, unter 20 30 105.5. Einen schönen guten Morgen, lieber Frank, grüß dich. Ja, guten Morgen. Du hast neben dem Telefon gelauert, oder wie? Ja, na klar, wenn man so eine Aktion mitmacht, dann fiebert man natürlich jeden Tag mit und ist total happy, wenn dann der Name genannt wird. Und ja, Handy war natürlich sofort in der Hand. Frank. Das funktioniert. Du bist aus Karlshorst, du bist Spieler, Vater, dein Sohn heißt Heiko, 15 Jahre alt, spielt im Tor. Ja. Und du bist auch stellvertretender Jugendleiter. Was sind so deine Aufgaben? Ja, es gibt natürlich Sorgen und Nöte oder auch Wünsche und Hoffnungen der Eltern oder der Spieler oder auch der Trainer. Und da muss man manchmal schon schlichtend mit einwirken oder eben mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja. Sei es eben auch, um neue Trikots zu besorgen, weil das ist nicht so einfach. Du wäschst sogar die Trikots oder? Ja, also auch das. Ist es so, dass die Spielereltern in der Regel mal dran sind mit den Sachen der Waschen und ich durfte am Sonntag waschen. Und dir ist aufgefallen, die sind nicht mehr ganz weiß, die Trikots. Also im Volksmund sagt man, die sollten schon mal wieder erteert werden, das Weiße kommt schon wieder durch. Sag mal, Frank, wie viel Zeit geht da drauf? Deiner Zeit, und du machst das ja ehrenamtlich natürlich. Das ist alles ehrenamtlich bei uns, richtig. Zeit misst man da nicht mehr. Man macht, also viele machen es bei uns aus Leidenschaft. Wir sind eine riesengroße Familie bei Askania Köpenick. Da achtet man nicht wirklich auf die Zeit. Der eine macht mehr, der eine macht weniger. Und in der Summe machen wir ganz viel. Hm. Ich habe auch schon Trikots gewaschen, beziehungsweise meine Frau in diesem Jahr. Also ich kenne das. Und ansonsten, lieber Frank, ist es gut, dass es Leute wie dich gibt, die sich so um die Kinder, um die Jugend, um den Sport, um den Breitensport kümmern. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Ihr bekommt nägelnagelneue Trikots. Ja, klasse. Natürlich in euren Farben, meine ich. Ja. Werden wir beflocken lassen, Rückennummern und so weiter und so fort. Alles, wie ihr es möchtet. Also, grüßt die Jugend bei Askania Köpenick. Ganz viel Spaß euch und tragt die Trikots mit Stolz. Das werden die Jungs machen und die Kuh werde ich am Sonntag fliegen lassen beim letzten Saisonspiel. Okay, super. Frank, mach's gut. Tschüss. Okay, morgen kurz nach 8 ziehen wir den nächsten Gewinner. Also anmelden, allen Bescheid geben, dass sie mithören. Damit sie das nicht verpassen, mailen sie uns spreeradio.de. Die 105.5 Spreeradio Trikot-Offensive. Präsentiert von Intersport Olympia. Berlins Sportfachgeschäft Nummer 1. Jetzt wieder zurück in den Gropius-Passagen und riesengroß im Forum Steglitz.